Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir bewegen uns tatsächlich langsam schon auf den Endspurt der Gruppenphase zu, denn es kommt ja auch bald schon die Champions League und da soll sich das Ganze hier nicht überschneiden. Jetzt viel Spaß erstmal, los geht's mit der Gruppe West. Der FC Schalke 04 hat das erste Spiel lediglich 0:0 gespielt und ist dementsprechend jetzt schon etwas unter Druck gegen den BVB. Die Dortmunder haben 1:0 gewonnen, knapp, aber am Ende mit dem richtigen Resultat aus der eigenen Perspektive. Hier war Schwarz-Gelb von Beginn an erstmal die bessere Mannschaft. In der 6. Minute ist es dann Julian Brandt, der sich da an einem sogenannten Torschuss versucht, der aber doch recht weit vorbeigeht. Der FC Schalke 04 aber fand dann auch ins Spiel hinein, 5 Minuten vor der halben Stunde Grenze, und Ebbe Sand leitet das ein mit Weston McKennie. Die hat eine wunderbare Übersicht, den muss Marc gut machen. 27. Spielminute, aber Roman Bürki ist da, der Schweizer ist hier auf sich alleine gestellt, ist dann schnell genug unten, war aber auch nicht perfekt platziert, dieser Schuss. Und Schalke würde nochmal etwas mehr wollen vorm Seitenwechsel, so sah das aus. Nastasic, weiter Ball. Ebbe Sand setzt sich durch, wieder Weston McKennie. Und Suat Serdar mit der Riesenmöglichkeit. Der Ball geht aber ganz knapp links vorbei. Im zweiten Durchgang dann wieder der BVB, der besser aus der Kabine kommt. Julian Brandt hat sich schon am Anfang des ersten Durchgangs aus der zweiten Reihe probiert und jetzt wurde es gleich viel gefährlicher. 53. Der Ball hoppelt nochmal kurz auf, bevor er ihn dann trifft und geht dann rechts vorbei. Einen knappen halben Meter. Stunde jetzt gespielt. Wieder mal Schalke. Der Ball etwas zu weit, aber Utschipka macht es nochmal scharf, die Flanke. Bürki kann es nicht gut klären und da ist Marc Uth. Beide Teams näherten sich an den ersten Treffer des Tages. Aber irgendwie wollte er noch nicht fallen. Der BVB schien den etwas längeren Atem zu haben und drückte hier nochmal. Dede im Strafraum legt zurück zu Witzel, der die letzte Möglichkeit des Spiels aber nicht vergolden kann, weil er nur den Außenpfosten trifft. Sonst wäre Fährmann wohl auch in der Ecke gewesen. Und so endet das hier 0:0. Dortmund hat jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen. Das ist ein stabiler Wert. Und der FC Schalke 04 bislang erst 2. Aber am letzten Spieltag ist für sie noch alles offen. Der VfL Bochum steht hier tatsächlich etwas mehr unter Druck, weil er das erste Spiel verloren hat. Deswegen wäre hier gegen den MSV ein Sieg fast Pflicht. Doch Duisburg machte das gut. Die Meidericher mit der ersten Flanke in der 16. Minute und direkt mit dem ersten Tor. Das Doppel-V schlägt zu. Vincent Vermey macht das sehenswert. Fast ein wenig artistisch. Kommt damit seinen langen Bein perfekt zur Geltung. Und Duisburg hatte hier alles im Griff. 20. Minute, Leitsch dazwischen, aber Stoppelkamp holt sich den Ball nochmal ab, bleibt lange in Ballbesitz und Daschner. Nicht einfach zu nehmen. 20. Minute, das 2:0 bereits für den MSV. Sah jetzt schwer aus für den VfL Bochum, da nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber sie probierten es mit Lozia über die linke Seite. Danilo mit der Flanke, Kopfball an den Pfosten und Jean Voula ist zur Stelle. 35. Minute, nur noch 1:2. Ist da völlig alleine gelassen und nutzt das dann aus. Doch der VfL Bochum spielte weiterhin sehr fehlerhaft und in der Defensive mit etwas zu viel Risiko. Gerade mal 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Stoppelkamp legt quer, hat den Kopf oben, sieht den Mitgelaufenen nach mit Engin. Der wird dann auch ein wenig aus den Augen verloren und markiert hier das, ja, muss man so sagen, vorentscheidende 3:1, denn vom VfL Bochum kam da nach vorne nicht mehr viel. Duisburg ruhte sich aber auch nicht aus, ging nochmal nach vorne, vielleicht auf das 4. Tim Albutat, Vermey
und Stoppelkamp nochmal, aber Riemann ohne Probleme. Es endet hier mit 3:1 für den VfL Bochum. Ist es das dann tatsächlich schon gewesen? Sie spielen nochmal am dritten Spieltag, aber trotzdem sind sie rausgeflogen. Der SV Werder Bremen steht auch unter Druck, denn Eintracht Braunschweig hat 6 Punkte und der SVW hat 3. Genauso wie der Hamburger Sportverein, der gegen Hannover 96 ran musste. Das heißt, Bremen muss hier gewinnen, um alles in der eigenen Hand zu haben. Und sie legten gut los. 30. Minute, Maximilian Eggestein. Es hatte sich lange Zeit in diesem Duell schon abgezeichnet, dass das passiert. Und Bremen war dann doch noch erfolgreich und kam nochmal richtig zur Geltung vom Seitenwechsel. Eggestein macht das gut, behält die Übersicht, Bittencourt legt zurück, Davy Klaassen und Maxi Eggestein im Zusammenspiel und das 2:0 in der 39. Spielminute. Das Torverhältnis spielt ja auch nochmal eine Rolle. Momentan Bremen mit diesem zweiten Treffer sogar an Braunschweig in der Tabelle vorbeigezogen bei Punktgleichheit. Braunschweig wollte aber unbedingt was dagegen tun. Erste Minute der Nachspielzeit, dann der Abschlussversuch. Hier kann ein Treffer wieder alles drehen. Zudem musste man eben tatsächlich noch darauf schauen, was der HSV macht. Wenn der eine gewisse Höhe erzielt, dann wird es für Braunschweig oder für Bremen auch nochmal eng. Aber für Bremen sah es gut aus. Auch im zweiten Durchgang spielten sie weiterhin gut nach vorne. Maximilian Eggestein mit dem Ball am Fuß. Osako zu Eggestein. 3:0. Das war jetzt eine doch mächtige Packung, die hier Braunschweig kassierte. Bis dato ja eben zweimal gewonnen. Heute sah es nicht mehr danach aus. Aber es ging auch darum, das Torverhältnis in vernünftigen Grenzen zu halten. Nicht noch mehr Tore zu kassieren, ansonsten wird es richtig bitter. In der Schlussphase dann aber Braunschweig durch Mike Feigenspahn angetrieben. Proschwitz zurück zu Feigenspahn. Proschwitz aber vorbei. Die Schlussphase. Bremen zog sich jetzt zurück. Dieses 3:0 würde ihnen die sichere Qualifikation bescheren. Und Purijelik quer zu Proschwitz. 86. 3:1 immerhin. Trotzdem, auch bei diesem Spiel stand Bremen weiterhin vor Braunschweig. Und das war's dann auch. Bremen gewinnt mit 3:1 und die Hoffnungen für den Tabellenplatz Nummer 1 ist damit äußerst groß. Das bedeutete für den Hamburger Sportverein ein Sieg mit 4 Toren Unterschied muss her. Klingt nicht so einfach, aber Hannover hat schon einige Buden kassiert in diesem Wettbewerb und wartet noch auf den ersten Punkt und es ging gut los. Das ist Uwe Seeler, der am Pfosten scheitert, aber Klaus Jasula macht es ansehnlich per Seitfallzieher. 12. Minute 0:1, also stand jetzt nur noch 3 Tore. Klar ist das immer eine Rechnerei hin und her, aber man kann sich ja damit mal beschäftigen. Jetzt aber eine Unachtsamkeit in der Defensive des HSV. Florent Muslia kann lange alleine auf Pollersbeck zulaufen in der 20. und macht dann auch den 1:1 Ausgleichstreffer. Jetzt brauchte der HSV wiederum 4 Tore. Aber es gab nochmal nach einer Standardsituation eine Möglichkeit zum Anschluss, die Muslia, der Torschütze, zum 1:1 auf der Linie dann aber klären kann gegen den anderen Torschützen. Klaus Jasula ist eine Hand mit dabei. Aber es gibt ja hier eben keine Regeln. Dementsprechend wurde das nicht abgepfiffen. Der HSV hatte sich auf die zweite Hälfte nochmal konzentriert. Das ist Bakary Yatta. Der wird da alles andere als gut attackiert. 57. Minute, 2:1 und nun doch wieder leise Hoffnungen. Es lässt sich ja wieder leicht rechnen. 3 Tore brauchen sie jetzt noch. Waren aber auch dann nur noch 20 Minuten auf der Uhr. Doch Seeler hatte nochmal die Courage, hier anzugehen und zu treffen. 72. 3:1. Der Sieg war den Hamburgern kaum noch zu nehmen, aber sie braucht noch 2 Tore, um im Wettbewerb zu bleiben und Braunschweig rauszukegeln.
Es gab Möglichkeiten. Sie verpassten es mehrmals, das vierte Tor zu schießen. So sind wir schon in der absoluten Schlussphase. Seeler nochmal, Anton dazwischen, wieder Anton gegen Duziak. Und dann war es geklärt. Es blieb beim 3:1, bitter für den HSV. Sie scheiden mit 6 Punkten aus dem Wettbewerb aus. Das tut tatsächlich richtig weh. Jo, hier habt ihr dann einmal die Tabellen im Überblick. Also die Westgruppe, das war ja erst der zweite Spieltag. Das heißt, da ist zwar Bochum ausgeschieden, aber Schalke hat noch alle Möglichkeiten. Oben links seht ihr Bremen und Braunschweig sind in der K.O.-Phase. Zumindest Bremen sicher und dann eventuell Braunschweig als bester Tabellenzweiter. Das wird sich aber noch entscheiden. Das soll es von hier gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und adios.